Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Sims 4 mit unseren Unileuten. Und ja, wir sind noch nicht weitergekommen, was unsere Zusage für die Uni betrifft. Und unsere Ashley arbeitet auf jeden Fall an ihren Schauspielkünsten und an anderen Dingen. Und ihr steht einfach im Flur rum und habt keine Ahnung. Backstage-Theater. Der lokale Nachrichtensender ist heute an der Schule, um den Lehrer über die erfolgreichen Darbietungen der Schauspiel-AG zu interviewen. Ja. Der Lehrer möchte, dass Nadja während des Interviews im Hintergrund einige stumme Schauspielszenen spielt. Soll Nadja ruhig im Hintergrund bleiben oder zum Star des Interviews werden, indem sie ihren Solo-Song dieser Woche singt? Schweigen! Der Lehrer ist auf jeden Fall voll und ganz zufrieden mit Nadja. Okay, das ist doch schon mal zufriedenstellend. So, Prüfe an einem Computer. Also Spezifikationen. Okay, das können wir doch gerne machen. Geschicklichkeit? Nein. Programmieren? Nein. Und muss das jetzt, kann ich das hier dran machen? Nö. An einem Computer. Aber ich glaube, da ist das aber nicht, ne? Eieiei. Nein, für Universität ist es wahrscheinlich nicht. Entweder bin ich jetzt total blind. Bessere Grafik, ne? Bestellungen, das ist es eher nicht. Bin ich jetzt irgendwie ein bisschen blind, ne? Karriere. Das könnte es sein. Ja, genau. Ich bin einfach nur blind. Oder beziehungsweise hab vergessen, dass das da dann zu finden ist. Du bist mit deinem Dings aber auch noch nicht so weit fertig, ne? Vielleicht können wir das jetzt auch mal erledigen. Ja. Ist das das, was wir wollten? Nee, ist es nicht. Kannst du mal kurz doch noch mal aufhören? Nicht befehligen. Befehligen ist ja nicht das, was wir wollten. Wir wollten doch das hier machen. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Da hast du nochmal Glück gehabt, dass ich nochmal doch da. Okay. Wie gut, dass du gerade nicht schwanger bist, ne? Aber dann hätte ich dich gar nicht zum Sparren ausgesucht, glaube ich. Wahrscheinlich dürfte sie das, könnte sie das auch gar nicht. So, ich glaube, du bist. Nein, du bist noch nicht ganz fertig.
So, du hast das abgeschlossen. Jetzt fehlt nur noch Charisma, ne? Vielleicht können wir dann einfach mit dir reden. Oder so. Kompliment über Outfit machen. Tag verschönern. Und ich glaube, schmeicheln ginge doch auch, oder? Schmeicheln. Tag verschönern. Tiefgründige Unterhaltung. Und dann ersetzen wir das hier hinten und dann kannst du reden üben. Da müssen wir mal gucken. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Endnoten. 1 plus, 1, 2 plus, 1 plus. Das ist doch genial. Semesternoten des Semesters. Möchtest du dich? Ja, natürlich möchte ich mich. Wie viele? Oh, noch zwei Kurse. Dann ist er endlich fertig. Natürlich werden wir wieder von zu Hause. Bla, zack, bumm. So, dann lass mal gucken, was du brauchst. Abschlussprüfung machen. Und nur noch Hausaufgaben machen. Gott sei Dank. Das heißt, da müssen wir einfach nur zwischendurch mal büffeln. Und halt Hausaufgaben machen. Aber das ist doch völlig in Ordnung. Oh, haben wir eine neue Medaille gekriegt? Die müssen wir doch direkt hier mal hinlegen, oder ist das dieselbe? Nee. Ich wollte die eigentlich. Naja, egal. Ist ja auch wurscht. Oh, wir haben noch eine. Das heißt, uns fehlt nur noch eine? Tatsächlich. Cool. So, was ist mit dir? Du hast das doch theoretisch schon dann abgeschlossen, oder nicht? Eieiei, hast du ihn jetzt kaputt gemacht, oder was? Geh mal ein bisschen spielen, damit du wieder klar dingsen kannst. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber vielleicht sollten wir trotzdem die Hausaufgaben schon mal machen. Und du kannst hier unten vielleicht mal aufwischen. Ach ja. Und du müsstest doch eigentlich. Ja, du müsstest aufs Klo, da bist du ja schon dabei. Und was möchtest du hier? Nickerchen machen. Du kannst doch auch erstmal ein bisschen Fernsehen. Comedy-Kanal zum Beispiel gucken. Und dann danach ins Bett gehen, oder nicht? Aber eigentlich müsstest du das hier noch fertig machen. Nee, das machst du dann auch noch fertig. So, komm mal hier hoch, bitte. Ich hab's doch gewusst, dass du deinen Laptop kaputt gemacht hast. Oh, du bist ja viel schmaler geworden. Wow. So, und zwar brauchen wir nämlich das hier. Und das machst du bitte auch zu Ende, weil das gibt dann Geld, ne? Ah, du lernst daraus nichts mehr? Oh, forschen und debattieren, das ist doch totaler. Das musst du doch auch gar nicht lesen. Ach je. Da, das ist wichtig. Schauspiel.
Eigentlich könnten wir ja sogar gucken, ob wir uns dann nicht nochmal an der Uni einschreiben und dann mal gucken, wie weit denn schon unsere Erfolgsdingens stehen. Ja gut, da können wir den normalen machen. Wir könnten Theater machen. Da würden wir wahrscheinlich auch Schauspielern lernen. Das ist halt Wahlkurs. Und hier können wir den halt noch nicht machen. Aber vielleicht wäre das gar nicht mal so unpraktisch. Dann würde man vielleicht das Schauspielern auch gleich mit irgendwie lernen. Wenn die ganze mit einem Abschlag auf als ein Einstellungsbonus, bla bla bla. Eigentlich könnten wir das hier mal machen. Dann nehmen wir nur einen Kurs und den als Nebending. Ja, natürlich wäre es besser, wenn man auch den Spezial. Aber wir wollen ja eigentlich den in bildende Künste haben. Damit man noch mal einen Bonus im. Ach komm. Wir haben ja sonst nichts zu tun, ne? Ah, und hier tut man den. Die Charisma-Fähigkeit. Charisma. Comedy, das ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Damit tun wir auf jeden Fall unsere Comedy und Schauspielfähigkeiten aufbessern. Ich denke mal, das ist gar nicht mal so schlecht. Außerdem sind dann wieder alle mal so nebenbei am Studieren. So, und wie läuft's bei dir? Bist du auch endlich mal fertig? Nein, noch nicht. Janette hat die Pflanze Kirschbaum erforscht. Ah ja. Okay, wenn du das gerne machst, warum nicht, ne? Seid ihr nicht eigentlich müde oder so? Ihr könntet ja ruhig irgendwie mal ein Techtelmechtel haben, oder? So, du kannst den Hamburger essen. Ich denke mal, die sind anderweitig beschäftigt. Und dann kannst du vielleicht deine Hausaufgaben noch machen. Dann lege ich mal die Bücher wieder mal zurück ins Regal, da wo sie eigentlich auch hingehören. Und du hast es auch bald geschafft. Gott sei Dank. Jetzt darfst du dich endlich hinlegen. So, was lernst du denn dabei? Das müsste, glaube ich, die Schauspielfähigkeit sein, ne? Ah, das ist mega. Hätte ich schon viel. Ja gut, ich wusste ja nicht, dass man unbedingt Schauspiel. Aber das, also wenn das wirklich so ist, dass ich das jetzt gebraucht habe, um dann den Spezialabschluss, dann wäre ich echt froh gewesen, wenn ich das früher gewusst hätte. Aber okay, wenn man es ja jetzt weiß, ist doch gar nicht mal so schlecht. So, das heißt, da steigen wir auch bald wieder auf. Ob man den eigentlich nochmal irgendwie dann belegen kann, den Wahlkurs?
Aber ich denke mal, es kommt ja sowieso noch einige Kurse dazu, wo man auch Schauspiel auflevelt. So, willst du nicht was? Nein. Ah, super. Zu spät. Eigentlich habe ich ja gedacht, dass du vielleicht dich aufs Ohr haust, aber du musst auch immer noch Charisma auf Level 10 kriegen. Lenk mal nicht ab. Muss auf jeden Fall mal aufs Klo dann. Wie weit bist du denn? 75. Das heißt nur noch ein bisschen. Ah, oh, Gott sei Dank, sie hat's abgeschlossen. Reiche eine Abschlussarbeit. Ah, okay, zwei Abschlussarbeiten auch noch. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir lo locker hin, denke ich. So, du müsstest mal Hausaufgaben machen, beziehungsweise auch deine Projektarbeit, ne, die du mitgebracht hast. Aber du hast halt keinen Platz hier. Und wenn ich das dahin stelle, hat wahrscheinlich sonst keiner Platz, da dran vorbeizukommen. So, mal gucken, ob du das jetzt mal hinkriegst. Bist ja die ganze Nacht jetzt aufgeblieben, ne? Wie ist denn dein Kursplan? Okay, das heißt, wir wollten ja eigentlich dann lernen. Wir müssen auch noch hier Dings, damit wir auch befördert werden. Und dann mal gucken, ne? Kann ich hier drüber auch lernen? Nö. Wirtschaft. Wird uns wahrscheinlich nichts bringen. Oder sind wir in Wirtschaft? Natürlich sind wir in Wirtschaft. Lernen für vorteilhafte Verhandlungen. Ist das das, was wir brauchen? Ja, genau. Dann lernen wir doch da so ein bisschen. Und auf jeden Fall für das andere Fach auch, was du hast. Du bist auch wieder wach, das freut mich. Comedy-Kanal. Kannst ja beim Essen dir gönnen. Du bist am Spielen. Vielleicht könntest du. Nein, du musst erstmal aufs Klo. Bis du dann soweit bist, ist die dann auch dann in der Schule. So, du kannst aufstehen und zwar hast du nämlich auch Hunger. Level 10 der Kreativitätsfähigkeit erreicht. Cool. So, was müsstest du denn? Du müsstest Hausaufgaben machen. Madame. Also so geht das ja mal nicht, ne? Nadja ist zur Schule. Okay. Und du bist wo? Bei Unikurs. Level 4 der Schauspielfähigkeit erreicht. Super. Und dann müssen wir ja nur noch die Abschlussarbeiten einreichen, ne? Kannst du ja, warte mal, wie bist du denn heute? Gut, du bist erst um 16:25 Uhr
Bereit? Da müssen wir mal gucken, wie weit eigentlich unser Bewerbungsstatus ist. Um 13:30 Uhr. Das heißt, du hast genug Zeit, hoffentlich, um deine Hausaufgaben fertig zu kriegen. Und was ist mit dir? Wir müssen heute nicht zur Uni. Das heißt, du könntest auch zur Arbeit gehen. Oh, wir sind Zulassungsbescheid. Wir sind angenommen. Haha, cool. An Uni einschreiben. Dann lass mal sehen, für was du dich einschreiben kannst. Aber, meine Lieben, ich werde hier einen Cut machen. Und ja, wir sehen uns in einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.